Moin, moin. Ich muss mal das italienische Radio ein bisschen runterdrehen. Ich bin komplett am Arsch. Ich bin richtig kaputt. Bin die ganze Nacht durchgefahren. Wieder in Italien. Saisonabschluss. Wir haben Ende Oktober. Und der Po spielt verrückt. Also das Wasser. Einige von euch haben es ja mitbekommen in den Medien, ist ganz enorm in die Höhe geschossen. 5 Meter plus, also es war, glaube ich, insgesamt ein Wasseranstieg von 6 Meter. Bei unserem Mittellauf -1 auf 5 plus. Absoluter Wahnsinn, innerhalb von 3-4 Tagen. Ich hatte in der Anstiegsphase Pause, ich war zu Hause, habe die Füße hochgelegt und genau in dieser Phase eskaliert es hier. Jetzt geht es wieder los. Wir haben jetzt aktuell laut der App stehendes Wasser, also die stehende Phase. Der Fluss hat sich eingepegelt bei 5 Meter. Das Wasser steht und wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder anfangen, rapide zu fallen. Ich bin ja einer der Angler, der die fallende Phase der steigenden Phase vorzieht. Also ich mag sehr gerne fallendes Wasser. Beide Situationen sind natürlich mega. Wenn man ganz lange bei Normalwasserstand geangelt hat und richtig kämpfen musste um die Fische, das soll nicht heißen, dass sie bei Hochwasser einem ins Boot springen. Aber es sind natürlich ganz andere Bedingungen, in den braunen Fluten, in den überschwemmten Wäldern zu angeln, als bei Normalwasserstand. Ich mag auf jeden Fall das fallende Wasser sehr gerne, weil ich da sehr gut die Zugrouten der Fische ausmachen kann und kann mir genau überlegen, aus welchem tiefen Graben die Fische dann aus dem Schwemmland, aus dem Überschwemmungsgebiet zurück in den Fluss kehren und dort probieren zuzumachen. In der Hoffnung natürlich, dass die Jungs überhaupt noch nach diesem Fressrausch in den Wäldern Hunger haben. Kann natürlich auch sein, dass die alle bolle fett und satt sind. Bestes Beispiel dafür ist ja jetzt der Fisch von meinem Kumpel Sören. Ich blende ihn hier euch nochmal ein. Absolutes Wahnsinnsteil. 132,7 Kilo. Krank. Das ist komplett krank. Das ist der schwerste Fisch, der schwerste mit einer Angel gefangenen Fisch, Waller, den ich kenne. Vor einigen Jahren zusammen mit dem Dieter Schäfer einen 127 Kilo Fisch gefangen. Das war sehr, sehr lange der Streckenrekord hier in Italien. Der Benny hat dann auch einen Fisch mit über 120 Kilo gefangen beim Vertikalangeln im Winter. Also so 115, 120 Kilo Fische tauchen schon immer mal wieder auf. Nicht täglich, aber mit etwas Glück und mit dem richtigen Wasserstand hat man da wirklich gute Chancen, pro Jahr so einen Fisch in dieser Kategorie zu erwischen, wenn man viel, viel am Wasser ist, genau weiß, was man tut und natürlich ein Quäntchen Glück hat. Aber jetzt diese Bombe, 132,7 Kilo auf einer tarierten Waage unter Zeugen gewogen, das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn, das sieht man mal, wie dieser Fluss tickt, wie die Fische auf Wasserstandsänderung reagieren und plötzlich anfangen zu fressen. Vorher war es wirklich teilweise mega schwer, ein wahres Zauberkunststück oftmals, einen Fisch zu fangen. Da denkt man teilweise, bei niedrigen Wasserständen ist überhaupt kein Fisch da. Und plötzlich trübt sich der Tümpel, der Fluss, besser gesagt, und plötzlich trübt sich der Fluss ein, das Wasser steigt und die Fische rasten komplett aus und man erlebt Nächte,
mit 5-6 Bissen, was man in manchen Zeiten am Po manchmal nur in der Woche erlebt. Ja? Also dass man, wenn man da jeden Tag seinen Biss bekommt, ist das schon manchmal gar nicht so verkehrt. Und jetzt bei solchen Wasserständen oder bei solchen Wasseranstiegen eskalieren die Teile halt. Ich bin jetzt gespannt, was mich erwartet. Der Anstieg ist rum, das Wasser wird fallen. Ich habe schon ein paar Ideen, wo ich was probieren werde. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich fahre jetzt erstmal ans Camp, organisiere mein ganzes Tackle. Morgen kommen die Gäste, die ersten Tourgäste. Heute Nacht werde ich noch allein unterwegs sein. Ich werde auf jeden Fall möglichst schnell jetzt raus, weil ich bin hundemüde. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren, also habe jetzt wieder bestimmt von gestern früh um 6 bis jetzt um 6 sind 24 Stunden, naja, bis ich dann irgendwo mich hinlege, 30, 35 Stunden schlaflos. Aber ich fahre raus heute Nachmittag, schaue mich ein bisschen auf dem Fluss um, werde irgendwo dann mein Lager errichten, noch 2-3 Routen, die müssen ins Wasser, das gehört dazu, rausballern. Dann vielleicht schaffe ich es heute Nachmittag noch ein paar Stunden Schlaf zu erhaschen, bevor die Beißzeit dann zur Dämmerung losgeht, wenn ich heute Abend fit bin, falls was passiert. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Wir sehen uns später wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns am Bootssteg. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Da bin ich wieder, bin gerade dabei, mein Boot zu beladen. Alles mit Chaos jetzt. Die Sonne ist draußen und das Wasser ist immens, immens hoch. Hier im Hintergrund seht ihr die ganzen Schaumkronen durchballern. Und ihr habt ja schon einige Filme hier aus dem Gebiet vom Weltcamp am Po von mir in Italien gesehen. Schaut mal nach hinten, wo das Wasser steht. Normalerweise haben wir da noch ein ganz schönes Stück über Land zu laufen, bis wir an den Booten sind, und jetzt ist es fast oben am Camp. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie dieser Fluss angestiegen ist. Wir befinden uns jetzt in der leicht fallenden Phase. Boot ist soweit einsatzbereit. Finny hat auch Bock. Finny, hast du Bock? Ja, Finny hat Bock. Ja, und ich brauche zwar dringend ein paar Stunden Schlaf, aber ich werde jetzt noch ein paar Köder laden und dann geht's raus in die erste Nacht allein auf Wels. Ich nehme euch mit, ich zeige euch ein bisschen, was ich mache und bin gespannt. Habe ein paar Plätze, ein paar Ideen, werden wir uns jetzt noch angucken, werde euch ein bisschen was dazu auch erzählen. Und dann schauen wir mal, ob das fallende Wasser, das hohe Wasser, aber was jetzt rapide wieder zurückgeht, mir Glück bringt. Auf geht's. Auf der Platzsuche bei so hohem Wasser ist es natürlich wichtig, dass ihr versucht, so ein bisschen die Zugrouten der Fische zu erkennen, weil momentan ist ja hier nahezu überall Wasser. Und hier unterhalb von der Brücke weiß ich, hier geht normalerweise wie so ein kleines Wehr rüber, so ein richtiger Spazierweg, wo die Leute auf diese Insel hier drüben wandern. Und an dieser Rausche, denke ich, hat die Köder am gegenüberliegenden Ufer angeboten. Ihr seht es ja da zwischen den Bäumen, sind überall ruhige stehende Bereiche. Da denke ich, das wäre eine Möglichkeit. Wir schauen mal aufs Echolot, was das hier uns sagt, ob die Tiefe auch passt. In unmittelbarer Ufernähe haben wir eine Tiefe von 4,5 Metern. Genau unter diesen Bäumen läuft dieser Zug lang. Da wird die Strömung auch ein bisschen gebremst. Und ich denke, das könnte ein Spot sein, wenn ich da drüben irgendwo einen Platz finde zum Aufbauen, der uns vielleicht in der ersten Nacht jetzt schon einen Fisch bringt. Der Dreck wird von den überhängenden Bäumen da ein bisschen gebremst. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich schaue mal noch mal ein bisschen weiter.
Eigentlich kann man hier nahezu überall anbinden. Überall sind prädestinierte Angelplätze, jetzt bei dem hohen Wasser hier zum Welsangeln. Aber ich glaube, ich werde oben den Einlaufbereich hier in das Altwasser nehmen, hinter dem Übergang. Das sah doch ganz spannend aus für die erste Nacht. Und eigentlich, ich habe ja noch einige Zeit hier vor mir in Italien jetzt im Herbst, sollte ich mal wirklich mich ausschlafen. Schauen wir mal. Genau diesen Baum bei mir vom Ufer als Umlenker. Und wie wir die Köder genau hier oben in den Bäumen präsentieren, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme euch jetzt mal mit aufs Boot. Aber als erstes, bevor wir jetzt die letzte Rute noch rausballern im Sonnenuntergang, machen wir erstmal Knicklichter drauf, damit die ersten zwei Ruten scharf sind. Köder der ersten zwei ausgelegten Routen wurden ganz dicht am Ufer im strömungsberuhigten Bereich nahe an den überfluteten Hecken angeboten. Nur ein leichtes Frontzonblei hält den Köder knapp unter der Oberfläche. Ich nutze dieses Mal, weil es schnell gehen muss, jetzt vor der hereinbrechenden Dunkelheit, eine ganz herkömmliche Auslegeschnur ohne Ausleger mit einem kurzen Stück Reißleine zur Fixierung meiner Montage. Alle scharf. Ich bin jetzt echt langsam richtig am Arsch. Aber die drei Eisen hängen im Feuer. Finny pennt da hinten. Und jetzt schauen wir mal, ja. Ich wäre eigentlich dieses Mal gar nicht so richtig böse, wenn kein Biss kommt. Ich muss echt pennen.
nächsten 3 Wochen gibt es hier voll Action mit unseren Tourgästen. Mal richtig schön durchpennen. Wir haben jetzt 18.30 Uhr, stockdunkel. Ich mache jetzt mal das Ding aus. Ich fange jetzt noch an, was zu kochen. Dieses Mal keine extravaganten Gerichte, sondern irgendwas Schnelles. So eine 5-Minuten-Terrine oder irgendwas, dass der Hunger weggeht. Gute Nacht. Richtiger Hochwasser Fettsack. Schaut euch mal den Bauch an. Herrlich, jetzt im Morgengrauen. Ich konnte die Nacht super pennen. Und jetzt im Morgengrauen kam der verdiente Waller. Geil. Dankeschön. Und jetzt geht's ins Camp. Und dann geht die Tour los. Und der darf jetzt direkt zurück. Wop. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Dicke Fische für euch, euer Stefan. Ciao, ciao. Wop.